Hallo! Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Ich glaube, wir nähern uns so langsam, aber sicher dem Ende dieser Geschichte. Dieser Geschichte, dieser Insel mit der Fertigstellung des Trosthasen. Sollte das Ganze hier erledigt sein, hoffe ich. Damit wir aber so langsam, aber sicher hier wirklich zum Ende kommen. Wie weit sind wir mit dem Trosthasen? 51%. Immerhin schon geschafft. Das ist erfreulich. Das ist sehr erfreulich. Das ist, ja. Gut. Das gibt uns die Gelegenheit, uns mal hier so ein bisschen in der Ruhe umzusehen. Hier in diesem größeren Teich gibt es Fische. So ein paar zumindest. Wo seid ihr, kleinen Scheißer? Da zum Beispiel. Gut, eine Fischerei habe ich jetzt hier nicht hochgezogen. Also hätte man auch noch machen können bei entsprechender Gelegenheit. Aber wir sind eigentlich so ganz gut versorgt. Ja, so selbst die Dinge, die jetzt nicht so üppig sind. Ja, so Brot ist mit 67 Einheiten jetzt nicht so wahnsinnig üppig, jetzt hier mal verglichen mit Kohl mit 117 immerhin. Ja. Mais scheint doch hin und wieder zu funktionieren, im Augenblick nicht. Was machen die mit dem Mais? Ja klar, werden das die Nahrung. Was? 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 Euer fucking Ernst? Es gibt hier immer noch... Oh nein! Ja, ja diese Insel, die ist halt etwas größer. Da hinten, ach, ich werde bekloppt. Es erstreckt sich also unter Umständen noch dort bis dortens. Und, Moment, ich sollte vielleicht nicht zu weit gehen. Moment, Hilfe! Und irgendwie, Moment mal, da geht's lang. Und hier könnte unter Umständen auch noch was sein. Boah! Aber das ist ja die Hölle. Mal wieder ein Orientierungspunkt. Meine Güte, nee, das nimmt ja kein Ende. Das ist ja heftig. Ich bewege mich irgendwie in die falsche Richtung. So, jetzt ist es besser. Kamera stand falsch rum. Kann das auch nicht funktionieren. Tja. Alter, es nimmt kein Ende, es nimmt kein Ende. Truppenbewegungen wären jetzt angesagt. Gut, dass ihr noch so viel Reserve habt. Erkundung und Expansion. Ein Wachtürmchen oder auch zwei würden sich wahrscheinlich jetzt hier gut machen. Würde eins mal hier so hinsetzen wollen und ein weiteres, boah, ich lasse mich da nicht lumpen. Jetzt mal direkt dahin. Die werden intern schon mal so nett verbunden. Und dann würde ich sagen, wenn das irgendwie geht, hier dran. So. Ja. Wahrscheinlich habe ich auch noch irgendwo Banditen, mit Sicherheit. Apropos Dinge, Ärger jeglicher Art. Wo bist denn? Wo? Da. Hinterkapusten. Die sind wo unterwegs? In diese Richtung. Ja, wie gesagt, da ist nur noch Wasser. Wasser. Und dann setze ich das Teil mal hier so hin. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Okay. Unter Umständen ist das dann etwas zu weit. Das kriegen wir woanders geregelt. Das ist gar kein Thema. Ja, voll am Rumprollen hier. Oder? Gar kein Thema. Voll hier dabei. Hier. So, dann machen wir hier noch ein dickes Büstchen hin. Dann schauen wir mal. Ja, jetzt bin ich aber platt. Achso, warte mal. Moment, wo seid ihr? Hier. Okay. Dicker Post. Aufwendiger Turm. Mann.
Nandos, konzentrier dich. Weiß, fällt dir schwer. Aber so ein bisschen müsste da schon gehen. Entdeckerposten, jetzt habe ich ihn aber. Da ist der Angelhaken. Wenn das da hinten nicht geht, dann geht's vielleicht hier. So. Ich bin mal gespannt, was sie da aufdecken werden. Ich sag ja auch Banditen, Diebe, irgendwie sowas. Unter Umständen vielleicht sogar noch panette Schemen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Okay, das sind ich dachte schon, das sind jetzt hier die Diebe, die hier lang spazieren, aber nein, es sind Planierer. Wie sieht's denn aus? Militärcamp. Ich habe 3 Veteranensoldaten, aber wir haben hier entsprechende Soldaten. Wir haben da entsprechende Soldaten. Hier hätten wir noch ein paar Waldläufer, besser als nichts. Wir haben hier. Achso, okay. Alles klar. Oh, die sind fertig. Die können nicht mehr. Die sind fertig. Die sind fix und fertig. Die können nicht mehr. Dann kann der weg. Dann kann der weg. Die Leute werden entsprechend freigestellt. Mal wieder. Was ist hier los? Okay. Das Teil ist zu. Ist fast fertig. Es könnte sein, dass sich das mit den Dieben gleich erledigt hat. Dann haben wir halt nicht alle Diebe wegbekommen. Das muss auch nicht unbedingt sein. Ne? So wie das hier aussieht. Der Trosthase ist zu 96% fertiggestellt. Jetzt 97. Was brauchen die noch? Stein. Da juckt eine Stelle, die muss ich mir merken, nicht waschen. Ein Stein müssen sie noch geliefert bekommen. Kupfer ist komplett. Da kommt der letzte Stein bis Anstoß. So, dann bleiben wir mit. Da. Diesen historischen Moment möchte ich zusammen mit euch genießen. Ja, so gehört sich das. Das ist ganz normal. Das ist, ja, das ist, muss sein. Ja, da könnt ihr noch so flüstern. Ja. So. Ja, schon mal einer. Guck. Da ist er fertig. Da ist er fertig. Ja. Das hätten wir geschafft. Ja. Ist ja gut. So. Wie sieht's aus? Alle am Feiern. Jawohl! Alles feiert und so weiter und so fort. Hier gehen die Raketen hoch. Sehr cool. Ja, freut euch. Habt ihr verdient. Sehr, sehr schön. Cooler Job, den ihr da alle gemacht habt. Das ist hervorragend. Da geht die Post ab, aber sowas von. Jawohl, ja. Wir haben es mal wieder gerissen hier. Sehr cool, ja. Da werden die Fäuste nach oben gereckt, da wird getanzt, da wird gefeiert, da krachen die Feuerwerkskörper und Raketen und hast du nicht gesehen. Sehr schön. Ja, cool. Das hätten wir geschafft. Moment, ich mach mal hier den wieder an. Du hast gewonnen. Ja, sehr gut. Du hast dich mit allen pagonischen Dörfern dieser Insel angefreundet. Das ist sehr, sehr schön. Das erfreut mich sehr. Sieg auf allen Gebieten, wenn man so will. Finde baufällige Turm 4 von 4 und 5. Also 4 hätte man, also das ist das, was wir hätten finden müssen. Es gibt aber insgesamt 5 auf dieser Insel. Den letzten haben wir noch nicht gefunden. Die Kupferstatue haben wir fertiggestellt. Mausoleum, ja, okay, ne, haben wir natürlich nicht gemacht. Baue eine Münzprägerei. Die haben wir auch noch. Meine Güte, nee. Viele Sachen, die ich noch gar nicht gemacht habe. Ja. Ich kann dir ja noch in Auftrag geben. Moment mal hier. Das Teil ist fertig. Moment. Münzschatzkammer oder Edelstein.
Ach. Okay. Unbestimmte Schatzkammer. Gut, dann wird alles klar. Man kann also entweder das eine oder das andere, beziehungsweise sowohl als auch, ne, wenn solche Dinge irgendwie vorhanden sind. In Auftrag geben. Ist die tatsächlich fertig? Das sieht man hier so. War das mit dem Zaun schon immer oder haben die das überarbeitet? Ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Nein, das wäre irgendwie sonst mal nur das Gebäude gewesen und sonst weiter nichts. Müsste ich direkt mal, wenn ich dran denke und die Zeit finde, da mal bei in alten Aufzeichnungen mal nachschauen, wie da das Gebäude aussieht. Fällt mir erstmal nicht hier auf, dass da dieser Zaun drumherum ist. Ja, sieht jedenfalls nicht schlecht. Was sagt er? Münzprägerei. Bildung. Kunstschmiede haben wir auch noch eine. Bearbeitet Packels, Smaragd. Achso, ja, wir haben also Smaragd haben wir nicht und Rubine haben wir auch nicht. Münzprägerei. Ich hier aber nicht unter. Da würde das irgendwie gehen. Dann setze ich das Teil einfach mal hier hin. So. Dann haben wir sie wenigstens einen Auftrag gegeben. Wie gesagt, wir können auch noch die Fertigstellung warten. Wir werden halt Banditen. Wie wird das Lager zerstört? Oh! Man hat hier dann so ganz nebenbei, obwohl das hier alles noch im Bau ist. Okay. Auch das haben wir dann noch geschafft. Schön. Freut mich. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das ist doch sonst schwieriger. Waren das nur so relativ wenige anscheinend? Ich bin halt. Ja, das nehmen wir noch gerne mit. Dann haben wir das auch geschafft. Was bist du? Achso, ist der Trost. Der Trosthase, genau. Wir sind da so ein bisschen unterbrochen worden. Ich mache das nochmal so. Und dann können wir uns nochmal in aller Ruhe den Trosthasen anschauen. Ist er nicht allerliebst? Ich finde ihn sehr nett. Ich finde ihn sehr knuffig. Sehr knuffig. Ne, mit seinem. Bin mir nicht ganz sicher. Es könnte eine Blume sein. Es kann aber auch ein Löwenzahn sein. So ein vierblättriges, obwohl. Meine, die sehen etwas anders aus, aber ich bin jetzt kein Botaniker und will mich da jetzt nicht festlesen. Lesen. Ich habe es heute irgendwie mit meinen Sprachfähigkeiten insbesondere irgendwie so ganz komisch. So, egal. Das hätten wir geschafft. Wir haben, wie gesagt, Moment, das sind jetzt hier unsere Verbündeten, wenn man so will. Noch nicht ganz, glaube ich. Da fehlt noch was. Moment mal eben. Aktiver Handel, das läuft noch. Das ist abgeschlossen. Wir können weitere Dinge starten, wenn wir möchten. Warte mal. Tüchtiges Dorf. 180% Gründete. Siegesbedingungen bei dieser Fraktion erfüllt. Optional erfülle weitere Aufgaben für diese Fraktion, um deinen Ruf bei ihr zu verbessern. Nächster Fraktionsruf, Fraktion bietet an, sich mit dir zu vereinen. Okay, das haben wir nicht erreicht oder noch nicht erreicht. Das könnten wir erreichen, wenn wir das Mausoleum noch fertigstellen. Aber, wie gesagt, wir sind hier schon so ewig dran. Wenn ich das jetzt hier alleine für mich spielen würde, wäre das natürlich auch kein Thema, dann würde ich das machen, dann würde ich hier kommen und sagen, hier, egal, ich mache das auf jeden Fall noch fertig, um dann halt diesen letzten Punkt dann auch noch erreicht zu haben. Wir können uns noch so ein paar Sachen hier angucken. Hier, da war ich ja gerade dabei. Ach hier, Mais wird auch hergestellt, ne, wird auch entsprechend abgebaut, aber weniger. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Thema, User hatte mich ja darauf angesprochen, hier von wegen Getreidefarm. Ist nicht so effektiv. Ja, stimmt. Ist definitiv nicht so effektiv. Auf der anderen Seite, ja, es braucht auch Platz. Auch das stimmt. Auf der anderen Seite, es frisst kein Brot in dem Sinne. Ja, es braucht Platz, aber der Platz, der hier in Anspruch genommen wird,
den brauchten wir zumindest jetzt hier bei der Insel nicht dringend für irgendwas anderes. Insofern ist das also kein Problem gewesen, die Getreidefarm zu bauen. Das, was hier an Ertrag gebracht wird oder erbracht wird, könnte natürlich besser sein, gar keine Frage. Ja, es ist also lange nicht so gut, was hier die Gemüsefarm bringt und da halt schwerpunktmäßig halt der Kohl. Hier sieht man ihn, ja. Also, ne, das ist auf jeden Fall besser. Aber ich finde durchaus, mit Abstrichen hat auch die Getreidefarm ihre Existenzberechtigung und trägt halt dazu bei, dass hier so die allgemeine Ernährung ein bisschen ausgewogen ist. Ich weiß, es ist Spielerei irgendwo von mir, ja, gebe ich zu, weil, ne, ist halt alles hier digital und tatsächlich gesehen virtuell, die braucht keine Nahrung, aber ja, auch hier für dieses Kraftfutter, die würden wahrscheinlich mit Kohl vollkommen hinlangen, ne, wenn sie da diese Kraftnahrung benötigen, für beispielsweise hier die Leute, die da Steine zerdeppern und so, oder auch hier die Leute vom Bergbau, ja, die haben es ja ganz gerne, wenn sie da vernünftige Nahrung kriegen. Aber ja, es macht mir halt Spaß, das Ding zu bauen, wie viele Sachen, andere Sachen halt auch. Ja, ansonsten, ja, man kann sich alles sehen lassen. Ja, wir haben hier einen relativ guten Fleischertrag. Wie sieht es hier mit Leder aus? Naturprodukte, wo werden die aufgeführt? Seltene Ressourcen, Wertsachen. Naturprodukte, hier sollte dann auch Leder dabei sein. Ist es auch, wir haben 63 Einheiten Leder hier rum existieren. Alles im Allen, muss man sagen, alles im Allen hat sich hier unsere Siedlung sehr gut gemacht. Es hat lange gedauert, bis wir an diesem Punkt hier angelangt sind. Aber wir haben es gerockt. Wir haben es gerockt. Ja. Selbst hier die letzten Diebe, die haben wir dann auch noch kalt beiseite räumen können. So, wir haben fast die gesamte Insel aufgedeckt. Ich glaube, man kann sagen, wir haben sie komplett aufgedeckt. Hier ist noch so ein Zipfelchen, das ist aber mehr so, hier ist Wasser, hier ist noch so ein bisschen, hier sieht man, hier ist noch so ein bisschen Strand. Ansonsten, hier sind auch keine weiteren Diebe oder Banditen und so weiter und so fort. Das heißt, die Insel ist komplett aufgedeckt. Wir haben alle Gegner besiegt, sie sind alle Geschichte. Ja, weitere Maßnahmen, die ich da ergriffen habe, waren gar nicht mehr erforderlich. Das haben andere Jungs und Mädels auch so hingekriegt. Sehr schön. So, wir nehmen mit für die nächste Geschichte. Wir brauchen Ressourcen. Wir müssen da sehr drauf achten, relativ schnell Ressourcen zu haben. Hier für die Rüstungsschmiede, für die Waffenschmiede. Die brauchen wir sehr schnell. Wir brauchen die entsprechenden Bewaffnung. Wir brauchen relativ schnell eine Militärakademie. Das muss ich im Auge behalten, wenn wir die nächste Insel in Angriff nehmen. Und ja, dann würde ich sagen, der braucht jetzt noch 85% fertiggestellt von dem Gebäude. Ja, egal, das nehmen wir jetzt nicht mal unbedingt mit. Also ist da noch die restlichen Prozente warten. Wenn das jetzt schneller gegangen wäre, hätte ich gesagt, komm, egal, dann machen wir eben noch. Aber der braucht dann noch so ein bisschen. Und obwohl die Sachen sind jetzt alle da, wie ich sehe, ja, komm, dann die paar Sekunden soll es jetzt auch nicht mehr sein. Wir sind auf 89%. Dann nehmen wir die Fertigstellung hier von der Münzbrägerei noch mit. Dann haben wir das auch noch abgeschlossen. Ja, dann haben wir hier, soweit ich sehen kann, alles, was mit Haken versehen ist, haben wir dann fertig. Ist doch auch schön. Ja, dann haben wir eine runde Sache. Wie ich finde. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, dann machen wir mal so. Da werden die letzten Produktionsmittel entsprechend platziert. Und dann müsste das Gebäude dann hier auch gleich fertig sein. Man ist ja auch schön anzusehen, ne? Da muss man auch nochmal nebenbei sagen. Ne? Also die gesamten Gebäude hier, alles was hier so dargeboten wird in diesem Spiel, die sehen einfach klasse aus. Die sehen super aus. Das ist mit sehr viel Liebe zum Detail designt worden und ich finde, das sollte man auch mal würdigen. Die Arbeit, die sich die Entwickler machen, die entsprechenden Designer machen und so weiter und so fort. Sei es jetzt hier diese Münzbrägerei
sei es hier dieses Wohnhaus. Ja, also das lässt sich alles sehr gut sehen. Ist sogar so ein bisschen hier noch Raum zu sehen mit Einrichtungen. Da ist irgendeine Kiste oder Schränke, könnte eine Truhe sein, die da steht. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Ich finde auch die Figuren selber, ja, die sind halt auch sehr, sehr liebevoll designt. Die Animationen sind klasse. Ich finde auch diesen running Gag hier mit der Katze immer sehr nett, die irgendwo immer mal wieder auftaucht. Ja. Da möchte ich mich von euch mit diesen Bildern für diese Folge und für diese Insel verabschieden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit hier nochmal kurz wieder, gehen dann aber dann direkt in die nächste Insel rein. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute, genießt die Zeit. Danke für eure Begleitung, für eure Unterstützung, danke für deine Unterstützung. Das hat sehr viel bewirkt, das hat mir sehr geholfen. Macht's gut und genießt die Zeit.